Hallo und herzlich willkommen zum dritten Webinar unserer JTL Shop 5 Themenwoche. Heute wollen wir uns den JTL Extension Store angucken und vor allem mal schauen, wie er denn mit JTL Shop 5 zusammenarbeitet, welche Vorteile er da im Handling mit Erweiterungen und Plugins bringen kann. Bevor wir damit aber starten, möchte ich wie immer eine kleine Kurzumfrage auf den Bildschirm werfen, ob wir verstanden werden können. Hier ist sie. Ich bitte Sie einmal daran teilzunehmen. Und an dieser Stelle sage ich auch Hallo zu unserer heutigen Referentin Asa. Hallo. Hallo Markus. Sehr gut. Und wir haben auch noch ein bisschen Verstärkung dabei. Nachher für die Fragerunde kommen wir gleich nochmal zu. An dieser Stelle Hallo Marcel. Hallo Markus. Jawohl, das sieht gut aus. Wir hatten es gerade schon angesprochen, Fragerunde. Auch heute können natürlich wieder Fragen gestellt werden, hier über die Fragenfunktion im Webinar-Tool. Die laufen dann hier bei mir auf, während Asa euch erzählt, was im Extension Store zu beachten ist, wie ihr damit umgehen könnt. Und wir werden es so machen wie in den letzten beiden Webinaren, werden natürlich auf die Fragen im Rahmen dieses Webinars eingehen, werden aber auch nicht alle beantworten können. Auch wieder heute eine große Zahl an Teilnehmern. Alle Fragen zu beantworten würde den Rahmen natürlich sprengen. Es wird aber auch hierfür, für dieses Thema heute, ein FAQ geben, welches wir euch im Nachhinein dann zur Verfügung stellen. Gut, dann schaue ich mal hier auf meine magische Zahl der Teilnehmer an der Kurzumfrage. Bin sehr zufrieden und beende sie an dieser Stelle auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart an der Umfrage. Und Asa, dann gebe ich dir in diesem Moment mal die Bildschirmübertragungsrechte und dann kannst du auch direkt loslegen. Alles klar, danke Markus. Dann teile ich direkt erstmal den Bildschirm. So. Das ist die Referentenansicht. Genau, Moment. So, jetzt müsstet ihr den Bildschirm sehen können. Genau. Alles klar. Super, dann starte ich direkt mal. Von mir auch ein herzliches Willkommen zum Webinar JTL Extension Store. Mein Name ist, wie Markus das schon vorhin mich schon vorgestellt hatte, Asa Savar. Ich betreue unter anderem auch Extension Store Themen. Ich betreue unsere Seller und bin grundsätzlich Ansprechpartnerin für rund um den Extension Store. Dieses Webinar richtet sich auch explizit an JTL-Kunden und an Händler. Und in diesem Sinne starte ich direkt mal mit der Agenda. So, als erstes besprechen wir heute, was ist der Extension Store überhaupt und wie grenzt er sich zum alten JTL Store ab, beziehungsweise zum Marktplatz im JTL Store, den es aktuell jetzt nicht mehr gibt. Dann die Frage, was kann ich überhaupt im JTL Extension Store kaufen als Händler? Und wer kann denn im Store verkaufen oder kaufen? Welche Bedingungen gibt es da und wie sieht das Ganze aus? Danach gehen wir auf die Frage ein, wie ist das Pricing im Extension Store? Welche Preismodelle gibt es zu den Produkten, die Sie dort erwerben können? Und dann das nächste Thema, was sind denn die Vorteile für Sie als Käufer und als JTL-Händler, wenn Sie über den Extension Store Ihre Erweiterungen erwerben? Dann gehen wir weiter mit der Live-Vorstellung des Extension Stores. Hier werde ich Ihnen die Startseite des Stores kurz erläutern, auf einige Fakten eingehen, dann eine kurze Artikelübersicht zeigen, damit Sie sich im Extension Store besser zurechtfinden und relevante Informationen aus den Artikeln beziehen können, aus der Artikelübersicht. Dann gehe ich auf den Checkout kurz ein und zeige Ihnen, wie der funktioniert. Wir gehen dann zum nächsten Thema über. Wie finde ich denn die passende Extension im Extension Store? Da zeige ich Ihnen nochmal kurz, wie so eine Kategoriesuche funktioniert, beispielsweise, wie Sie denn zu Ihrer passenden Extension finden können. Danach gehen wir auf die Installation ein. Welche Arten gibt es bei der Installation? Wo finde ich denn meine Erweiterung, wenn ich diese im Extension Store erworben habe?
und letztendlich der Punkt Lizenzmigration. Hier gehen wir nochmal darauf ein, wenn Sie beispielsweise Lizenzen aus dem alten Store erworben haben bei Partnern von JTL, wie Sie diese in das neue System jetzt migrieren können und auch die ganzen Vorteile des Extension Stores nutzen können. Und damit starten wir schon direkt mit dem ersten Punkt, und zwar der Abgrenzung des Marktplatzes aus dem alten Store zum neuen JTL Extension Store. Den Marktplatz des JTL Stores gab es früher, den gibt es aktuell nicht mehr und diente dazu, dass unsere Partner ihre Produkte in dem Marktplatz präsentieren konnten und dieses im Rahmen des JTL Stores. Das fand folgendermaßen statt, dass wenn Sie ein Produkt kaufen wollten, wurden Sie für den Checkout weitergeleitet auf die Partnerseite und konnten die Erweiterung oder das Produkt auf der Partnerseite dann erwerben und haben dort auch bezahlt über den Checkout und die Erweiterung wurde nicht von JTL selber bereitgestellt. Das kann man anhand dieses Diagramm, also anhand dieser Grafik nochmal verdeutlichen. Hier sehen Sie den JTL-Store, den es immer noch gibt, worin JTL-Produkte vertrieben werden. Darunter sehen Sie die Kategorie Marktplatz, der war unterkategorisiert. Und wir sehen, dass der Checkout vom JTL-Store direkt ins Kundencenter geführt hat und der Checkout vom Marktplatz hat beim Partner selber stattgefunden. Das war eine Weiterleitung zur Partnerseite. Genau, dann gehen wir auf den Extension Store ein. Nach dem Release des Shop 5, des JTL Shop 5, mit dem Release ging auch der Release des Extension Stores einher. Und dadurch kamen folgende Änderungen. Den Marktplatz im JTL Store gibt es nicht mehr. Über den JTL Store werden nur noch JTL-Produkte und das sind Software und Hardware vertrieben. Weiterhin findet der Checkout der Partnerprodukte jetzt direkt im Extension Store statt. Wichtig ist hierbei, dass der Käufer den Kaufvertrag nicht direkt mit JTL eingeht, wenn er im Extension Store einkauft, sondern mit dem Seller. Das heißt, der Rechnungssteller ist somit ebenfalls der Seller. Und falls es da zu Problemen kommt im Plugin oder generell zu Installationsfehlern oder ähnliches, dann können Sie sich das Seller-Profil aufrufen und den Seller dort direkt kontaktieren, weil er in den meisten Fällen auch Support und Updates mit dazu in der Subscription anbietet. Wie Sie zu den Kontaktdaten kommen, das zeige ich Ihnen dann nochmal nachher in der Live-Vorstellung. Das heißt also, JTL bietet hier in dem Fall die Plattform und übernimmt die Bereitstellung der Extensions nach dem Checkout. Und so sieht das Ganze in der Grafik aus. Sie sehen hier den JTL-Store, worüber JTL-Lizenzen und Produkte vertrieben werden. Dann gibt es separat zum JTL-Store noch den Extension-Store. Und hierüber werden jetzt alle Seller-Produkte oder Partner-Produkte vertrieben. Und der Checkout führt in beiden Fällen zum Kundencenter. Hier ist auch an der Stelle wichtig, dass früher im Marketplace, im Marktplatz nur Partner von uns die Produkte vertreiben konnten. Jetzt ist hier eine Änderung da und zwar kann hier jeder vertreiben, der das Onboarding erfolgreich abschließt. Dazu kommt eine gründliche Prüfung des Sellers und danach wird er freigeschaltet, dazu aber später dann noch mehr. Jetzt werden Sie aber auch feststellen, dass im aktuellen Extension Store ebenfalls einige Plugins oder Produkte von JTL angeboten werden. Es handelt sich dabei um Produkte, bei denen es sinnvoll ist, besser über Updates informiert zu werden, aber Lizenzen rund um JTL werden weiterhin über den JTL Store verkauft. Warum wir hier über zwei Plattformen vertreiben, hat folgenden Grund. Früher wurden Plugins im JTL-Shop schon ausgeliefert, das heißt, die waren im Funktionsumfang schon drin und jetzt bringt der Extension Store folgenden Vorteil mit sich und zwar, dass Erweiterungen unabhängig vom Shop-Update aktualisiert werden können, geupdatet werden können. Das heißt, wir bieten Ihnen hier mehr Flexibilität bei den Releases.
somit, damit sie nicht von Release-Zyklen des JTL Shop 5 abhängig sind, um Plugin-Updates durchführen zu können. Das können Sie dann demnächst auch unabhängig von Releases machen. Das ist einer der Gründe, weshalb JTL einige Extensions ebenfalls über den Extension Store anbietet, einfach zu Ihrem Vorteil. Damit kommen wir zur Frage, was kann ich im Extension Store denn kaufen? Das sind einerseits digitale Produkte, das heißt, Sie können Software erwerben rund um JTL, um JTL-Produkte zu erweitern. Wir haben hier auch einige Beispiele für Sie gelistet. Das heißt, Sie können Templates erwerben, Vorlagensets für die JTL Wavi, auch Shop-Plugins oder auch Schnittstellen zu verschiedenen Marktplätzen oder zu wichtigen Systemen und weitere Lösungen. Was Sie noch erwerben können, sind hier die damit verbundenen Dienstleistungen. Das heißt, wenn Sie eine Erweiterung kaufen, haben Sie da auch die Möglichkeit, Dienstleistungen zu dieser Erweiterung zu erwerben, beispielsweise Einrichtungsservices oder Installationsservices oder auch individuelle Template-Anpassungen. Was Sie aber nicht kaufen können, sind reine Dienstleistungen im Extension Store, das heißt seines Migrationsservices, Supportbuchungen oder ähnliches. Das geht alleine, ohne Erweiterung geht das nicht im Extension Store. Wer kann denn jetzt im Extension Store kaufen oder verkaufen? Also der Extension Store ist eine reine B2B-Plattform, über die Seller und Partner und JTL-Händler miteinander Verträge schließen können. Und das heißt exklusiv nur für Unternehmen im Sinne des Paragraphen 14 des BGBs. Und wer kann kaufen? Kaufen können alle JTL-Kunden oder Händler. Die Voraussetzung ist dementsprechend, dass sie einen aktiven Kundencenter-Account haben. Und verkaufen kann, wie vorhin schon erwähnt, jeder, der das Onboarding erfolgreich abschließt. Da wird eine genaue Prüfung stattfinden und eine Qualifizierung des Antragstellers, des potenziellen Sellers. Und erst dann, wenn alles passt, wird der Seller freigeschaltet und kann seine Erweiterungen oder Extensions im Store anbieten. Das heißt, auch Händler, falls Sie beispielsweise selber ein Plugin gebaut haben und Sie möchten es gerne vertreiben oder es auch anderen anbieten, können Sie sich auch als Seller bei uns bewerben und würden dann geprüft werden und dann können Sie auch Ihre Extensions anbieten, wenn alles stimmt. Welches Pricing oder welche Preismodelle gibt es jetzt aktuell im Extension Store? Sie können erwerben entweder kostenfreie Produkte oder Lifetime-Lizenzen zu einem Festpreis, so etwas wie eine Kauflizenz, mit oder ohne Subscription. In dem Fall bedeutet Subscription, dass Sie Support und Updates vom Seller bekommen für eine limitierte Zeit, die dann angegeben wird. Sie können Lizenzen mit einer begrenzten Nutzungsdauer kaufen oder erwerben. Das heißt, Lizenzen können sich auch beschränken auf beispielsweise 12 Monate und müssten dann verlängert werden von Ihnen. Sie können Lizenzen und Subscriptions ganz einfach aus dem Kundencenter heraus selbst verlängern. Sie bekommen auch die entsprechenden Benachrichtigungen, dass eine Lizenz abläuft oder eine Subscription abläuft und können sie dann ganz einfach im Kundencenter verlängern. Was sind die Vorteile für Käufer oder für JTL-Händler im Extension Store? Als erstes ist hier wichtig, dass der Extension Store die zentrale Anlaufstelle darstellt für alle Extensions rund um JTL. Das heißt, wenn Sie ein neues Business starten oder einen neuen Online-Shop haben, können Sie einfach in den Extension Store reingehen und sehen alle Produkte, die es dazu gibt, im Überblick und können dann sich da einfinden zu dem, was Sie genau benötigen. Dann haben Sie den Vorteil, dass es eine zentrale Verwaltung der Produkte gibt im JTL-Kundencenter. Sie können aus dieser Verwaltung heraus Ihre ganzen Extensions oder Käufe einsehen. Sie haben eine Übersicht der Lizenzen. Sie brauchen hier keine separaten Accounts mehr bei verschiedenen Sellern oder Partnern. Sie haben alles in Ihrem Kundencenter unter diesem Account laufen. Weiterhin wird eine einfache Installation der Plugins angeboten und auch die Verwaltung und die Übersicht der Käufe sind jetzt zentral.
da auch die Bereitstellung der Erweiterung durch JTL erfolgt. Und damit hätten Sie eine direkte Verfügbarkeit der Plugins, die bei den meisten Extensions verfügbar ist, gegeben ist. Ein weiterer Vorteil sind die Benachrichtigungen zu den Extensions. Das heißt, wenn Updates verfügbar sind oder wie vorhin erwähnt, wenn eine Lizenz oder eine Subscription bei Ihnen abläuft, dann bekommen Sie das als Benachrichtigung per E-Mail nochmal und können diese direkt über das Kundencenter verlängern. Und Plugins für den JTL Shop 5 sind direkt in Ihrem Backend nach dem Checkout verfügbar. Das heißt, sobald Sie das Plugin kaufen, können Sie in Ihren Shop-Backend reingehen und sehen es dort und können es dann an die Domain anbinden und es installieren. Einfache Installation dadurch. Und auch die anderen Erweiterungen, das heißt, seien es Erweiterungen rund um JTL Shop 4 und auch um die WAVI herum, beispielsweise Vorlagensets, sind nach dem Checkout direkt in Ihrem Kundencenter downloadbar. So, jetzt kommen wir einfach zur Live-Vorstellung des Extension Stores. Hier gehen wir erst, wie vorhin schon erwähnt, auf die Startseite ein, wo ich Ihnen kurz zeige, welche Benefits Sie da bekommen, wenn Sie immer mal wieder reinschauen auf die Startseite. Dann, wie sieht denn genau die Artikelübersicht aus und welche Informationen können Sie da rausfiltern? Und wie sieht unser Checkout aus? Dazu gehen wir einfach direkt auf die Website und Sie sehen hier die Startseite des Extension Stores. Hier sehen Sie einige Banner und darunter die Option, dass Sie Shop 5 Plugins beispielsweise entdecken können. Hier werden erstmal neue Shop 5 Plugins werden hier gelistet. Dann werden Sie unter den Bannern zukünftig auch Informationen zu einzelnen Plugins vorfinden. Beispielsweise, wenn jetzt etwas Neues in den Extension Store, eine neue Erweiterung reingekommen ist, werden Sie hier über wichtige Informationen gebrieft. Und eventuell bestehen dann auch Verknüpfungen zu Webinaren. Das heißt, es gibt auch Plugin-bezogene Webinare bei uns. Die werden Sie dann auch zukünftig mit den Bannern hier verknüpft vorfinden und können dann mehr Wissen sich aneignen und dementsprechend auch Ihr Business optimieren und immer schauen, ob neue Extensions reingekommen sind, die vielleicht Ihre Prozesse noch weiter vereinfachen. Wenn Sie dann auf die Kategorien gehen, dabei ist es jetzt egal, unter Design und Darstellung finden Sie auch die dementsprechenden Erweiterungen. Dann sieht das Ganze so aus. Unter den Lösungen finden wir die dazu passenden Plugins. Das ist in einer Kachelform dargestellt. Sie sehen hier natürlich das Logo des Plugins, dann hier den Namen und darunter sehen Sie in einem Satz oder in einem Stichpunkt eine kurze Beschreibung, was das Plugin genau macht. Und Sie sehen dann hier ein Badge, was Ihnen zeigen soll, für welches Produkt wird dieses Plugin denn nutzbar sein oder eingesetzt. In dem Fall ist es hier beispielsweise der JTL Shop 5. Darunter haben Sie jetzt den Hersteller gelistet und dieser Hersteller ist verlinkt. Das heißt, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie zu seinem Seller-Profil und können dann Daten vorfinden, die der Hersteller über sich angibt und Sie können hier auch die Kontaktdaten des Sellers sehen. Das heißt, wenn Sie ein Plugin von ihm haben und irgendetwas scheint nicht zu funktionieren oder Sie brauchen Hilfe, dann können Sie gerne hier den Seller kontaktieren. Genau, wenn wir uns jetzt ein Plugin, eine Artikelübersicht anschauen, gehen wir einfach auf dieses Plugin hier, sehen wir hier erstes, Sie werden hier Bilder vorfinden vom Plugin, wo Sie genauer sich ein Bild davon machen können, wie das Ganze aussieht. Dann haben Sie unter dem Bild drei Bullet Points, das heißt, das sind kurze Beschreibungen, was macht das Plugin überhaupt? Und dann sehen Sie hier oben den Titel natürlich und die einzelnen Artikeldaten. Das ist Kategorie, sehen Sie hier, unter welcher Kategorie ist das Plugin zu finden. Den Hersteller sehen Sie nochmal verlinkt. Und Sie haben hier eine Angabe, ist eine Subscription inklusive, wenn Sie jetzt das Plugin kaufen würden. In dem Fall ja. Und in dem Fall bekommen Sie Support durch den Seller. Dann haben Sie darunter optionale Services, beispielsweise wenn Sie eine Installation noch zusätzlich benötigen, dann können Sie hier die aufpreispflichtigen Optionen anwählen und dann auch dazu kaufen. Dann sehen Sie hier nochmal den Gesamtpreis,
Und dann finden Sie ebenfalls einen Button zum Testen. Das bedeutet, wenn Sie jetzt nur eine Testlizenz erstmal benötigen und testen möchten, bieten viele Seller auch Testversionen an. Und dann würden Sie weitergeleitet werden zum Checkout und können da das Plugin oder die Testlizenz kostenfrei erwerben und diese erstmal testen. Daneben ist der Button zum Kaufen. Hiermit würden Sie das Plugin mit den Services, die Sie anhaken, erworben werden, direkt gekauft werden. Dann sehen wir hier verschiedene Reiter, wo Sie nochmal genauere Beschreibungen zu den Plugins haben oder zu den Extensions, auch zu den Templates, wo Sie genauer nachlesen können, was macht das Template und was benötige ich denn dafür. Auch die Vorteile sind hier unten gelistet und einige Informationen zu den Supportmöglichkeiten. Dann sehen Sie hier noch eine Box zu den Key Facts, wo auch wichtige Informationen enthalten sind, beispielsweise, was ist das Kundenziel, was ich damit erreichen möchte, wenn ich dieses Plugin kaufe. Wie sieht die Lizenz aus? Wie ist die Art der Lizenz? Und meistens haben unsere Seller dort ihre Lizenzbedingungen verlinkt. Da können Sie nochmal genauer reinlesen, was für eine Lizenz ist das bei dem Plugin. Dann ist hier noch eine Angabe, ob eine Subscription enthalten ist und wie lange sie geht und natürlich die Kompatibilität zur JTL Wavi und zum JTL Shop, welche Version Sie benötigen. Dann haben wir hier den nächsten Reiter aufpreispflichtige Optionen und hier sind nochmal die zusätzlichen Services, die wir hier oben auch gesehen hatten, sind hier nochmal gelistet und Sie können noch weitere Details einsehen, Leistungsbeschreibung oder was nicht Teil der Leistung ist. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das auch nochmal anzuschauen, weil Sie beispielsweise hier vorfinden bei den Einrichtungsservice, was ist hier nicht Teil der Leistung. Das wäre beispielsweise die Einrichtung vom Google Tag Manager beispielsweise. Dann der nächste Reiter Dokumentation. Das sind auch wichtige Informationen. Welche Voraussetzungen gibt es, um dieses Plugin benutzen zu können? Da gibt es einerseits die Systemvoraussetzungen oder die generellen Nutzungsvoraussetzungen. Wird irgendwas, brauchen Sie irgendwo einen Account, ein Konto, dann wird das hier angegeben. Und auch ein paar Informationen zur Installation und Einrichtung. Was bei den Nutzungsvoraussetzungen vielleicht auch noch wichtig wäre, wir haben auch Erweiterungen im Store, die benutzt werden können, wenn Sie ein weiteres Plugin dazu haben. Das kann ich Ihnen auch anhand eines Beispiels nochmal zeigen. Wenn wir hier auf das Plugin beispielsweise gehen von Aramarketing, das ist ein Sprachplugin und das kann nicht alleine eingesetzt werden, solange nicht dieses Plugin dazu gekauft wird. Das ist das Sprach- und Mail-Plugin für den JTL Shop 5. Das ist auch kostenfrei, aber es ist eine Voraussetzung dafür, dass dieses Plugin mit aufgebaut werden kann. Das ist so eine technische Voraussetzung. Dafür, das wird dann immer unter der KeyFacts-Box wird das dann angegeben. Genau. Wenn wir jetzt zum Checkout gehen, gehen wir wieder auf unser bekanntes Produkt zurück und schauen uns erstmal den Changelog an. Hier finden Sie dann auch noch den Changelog, wo nochmal dargestellt wird, was hat sich jetzt zur letzten Version geändert, was wurde verbessert oder welche Fehler wurden behoben. Die ganze Auflistung befindet sich hier im Changelog. Wenn wir auschecken möchten oder das Plugin kaufen möchten, gehen wir auf den Button hier und sehen, wir müssen uns mit unserem Kundencenter-Account anmelden. Das mache ich jetzt. Und sehe hier den Checkout. Hier wird oben der Artikel angezeigt, um welchen Artikel handelt es sich. Da können Sie auch nochmal Details einsehen, die Artikelnummer und den Verkäufer. Sie können hier, wie Sie sehen, auch nochmal Services dazu buchen. Wenn Sie das nicht in der Artikelübersicht schon gemacht haben, können Sie die Services hier ebenfalls dazu buchen und der Preis passt sich dann an. Es wird hier auch die Mehrwertsteuer noch dazu berechnet und dann ergibt es eine Gesamtsumme. Und Sie sehen hier nochmal die Rechnungsadresse und darunter sind das die PayPal Smart Buttons. Das ist auch ein Vorteil des Extension Stores im
Vorherigen Marketplace oder im JTL Store konnte man nur mit PayPal und mit Vorkasse bezahlen. Jetzt haben wir die Smart Buttons, mit denen Sie noch mehr Flexibilität erhalten, wenn Sie ein Produkt kaufen. Und diese Smart Buttons ändern sich auch, sind auch landabhängig. Das heißt, wenn Sie in einem anderen Land sind, wo es beliebtere Methoden zu bezahlen gibt, dann werden diese natürlich hier auch auftauchen. So funktioniert der Checkout und dann gehen wir auch schon zum nächsten Thema über. Wie finde ich denn die passende Extension im Extension Store? Einmal natürlich über die Suchfunktion. Das tritt dann ein, wenn Sie ganz genau wissen, ich brauche diese Extension und Sie kennen den Namen, dann können Sie das direkt über die Suche finden und dort kaufen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über Kategorien und Filter zu gehen. Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie benötigen oder welche Extension das ist, dann suchen Sie über die Kategorien und finden da auch eine Auswahl und können da auch vergleichen. Das können wir uns gerne nochmal anschauen. In der Suche ist es natürlich ganz einfach. Wenn ich hier einen Plugin-Namen eingebe, dann finden Sie den hier wieder oder ein Template auch. Dann können Sie das hier direkt sich anschauen und erwerben. Wenn Sie aber über die Kategorien gehen, dann suche ich jetzt mal beispielsweise ein Template für mich. Dann gehe ich hier auf Templates und Themes. Ich kann auch direkt auf die Oberkategorie gehen und finde hier die ganzen Erweiterungen zu Design und Darstellung. Und dann sage ich hier an der Seite, sehe ich nochmal die Unterkategorien und kann weiter filtern. Wenn ich auf Templates gehe, wird dann nur noch nach den Templates und Themes gefiltert. Und dann kann ich hier nochmal schauen, ich habe jetzt einen JTL Shop 5, also möchte ich, dass nur JTL Shop 5 Produkte angezeigt werden, dann wird das auch dementsprechend gefiltert. Und Sie können hier auch Ihr Kundenziel auswählen, was möchte ich denn haben. Das ist aber relevanter bei den Erweiterungen. Da sind noch mehr Kategorien, also mehr Unterkategorien auch. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Extension suche fürs Marketing, dann finde ich hier auch die ganzen Unterkategorien. Ich möchte etwas in Kampagnen und Aktionen haben und habe hier schon meine ganzen Plugins gelistet. Oder ich möchte einen Payment Provider und schaue mir hier die Zahlungsanbieter an und kann da nochmal filtern, ob ich Shop 4 oder Shop 5 möchte. Und dann habe ich das schon, die Ansicht schon da und dann kann ich die Plugins miteinander auch vergleichen, wenn ich mag oder einfach nur anschauen. So. Dann gehen wir weiter in unserer Präsentation. Wie installiere ich eine Erweiterung, wenn ich die Erweiterung schon gekauft habe über den Checkout? Sie werden eine Bestellbestätigung per E-Mail bekommen, die Ihnen nochmal kommuniziert, wo das Produkt verfügbar ist, wo Sie es genau vorfinden. Das werden Sie auf jeden Fall per E-Mail nochmal bekommen. Und dann gibt es nochmal zwei Kategorien der Installation. Das heißt, es wird unterschieden, ob es jetzt ein Shop 5 Plugin oder eine Shop 5 Extension ist oder ob es sich um Shop 4 oder WAVI Extensions handelt. Denn Sie können Shop 4 und JTL WAVI Extensions direkt aus dem Kundencenter heraus runterladen und bei dem JTL Shop 5 Extensions werden diese direkt nach dem Checkout im Backend vorfindbar sein und Sie können sie dort installieren und an Ihre Domain binden etc. Das kann ich Ihnen jetzt gleich nochmal auch live zeigen. Wichtig ist auch, dass Sie im JTL Shop 5 über wichtige Lizenz-Updates und Verlängerungen benachrichtigt werden. Sie sehen die Updates unter meine Verkäufe, falls ein neues Update verfügbar ist und können es direkt dort updaten. Schauen wir uns gerne auch mal im Shop live an. Wenn ich unter meine Verkäufe gehe, was ein bisschen dauert,
dann sehe ich hier die Extensions, die ich schon installiert habe, beziehungsweise die ich schon gebunden habe an meine Shop-Domain. Wenn Sie jetzt direkt nach dem Checkout reinschauen, sehen Sie, werden Sie wahrscheinlich die Extension hier vorfinden unter ungebundene Lizenzen und müssten da erst die Domain anbinden und können diese dann installieren. Und dann sehen Sie hier oben, wie vorhin schon erwähnt, ob Updates verfügbar sind zu Ihren Erweiterungen oder wie die Anzahl der Lizenzen, wie viele Sie haben und wann zuletzt hier aktualisiert wurde. Dann finden Sie Ihre installierten Plugins ebenfalls unter installierte Plugins und können hier die Details zu den Plugins einsehen. Und je nach Art der Erweiterung sehen Sie auch diese Reiter hier und können da Lizenzdetails beispielsweise einsehen oder weitere Sachen eintragen. Zum Beispiel hier bei der AGB-Schnittstelle kann man Kundengruppen festlegen, für welche Kundengruppe möchte ich das jetzt aktiviert haben und Ähnliches. Sie kriegen aber nochmal genauere Hinweise, wenn Sie ein Plugin erworben haben, auch von dem Seller per E-Mail nochmal zugeschickt. Dann haben wir hier auch den Plugin-Manager. Hier können Sie auch alle Plugins nochmal managen, wo sind Fehler aufgetreten, welche Plugins sind deaktiviert und so weiter. Also so sieht das Ganze im JTL Shop 5 Backend aus. Das Käufe sich direkt hier automatisch runterladen unter meine Käufe und Sie können das dann direkt im Shop Backend installieren. Wenn Sie ein Shop 4 Plugin erwerben oder eine Shop 4 Extension, dann ist diese im Kundencenter bei Ihnen verfügbar. Gehen wir nochmal auf den Kundencenter-Bereich. Melden wir uns an. So, Sie sehen hier jetzt die Startseite und Ihre Plugins oder Extensions finden Sie unter Produkte und dann unter Extension Store und meine Erweiterungen. Und Sie sehen hier diese Übersicht. Da sind alle Erweiterungen, die Sie gekauft haben oder alle Lizenzen, die sehen Sie hier gelistet. Und darunter sehen Sie auch, zu welcher Shop-Version das Plugin oder die Erweiterung gehört und an welche Domain sie gebunden ist. Wir sehen hier beispielsweise zu dem Shop 4 Plugin sehen wir keine Domain. Und das würde jetzt auch nicht runterladbar sein. Wir würden da keine Datei gezeigt bekommen, weil wir keine Domain eingetragen haben. Gehen wir auf Download und Sie sehen hier keine Shop-Domain angebunden. Wenn ich jetzt eine Domain anbinde, was ein bisschen dauert gerade, sehen Sie hier unter Domain, habe ich diese jetzt angebunden und kann jetzt den Download vornehmen. Und kann das Paket runterladen, die Datei runterladen und diese dann in meinen Shop installieren. Ich kann die Domain hier im Kundencenter auch lösen und dann eine andere Domain eintragen, wenn ich beispielsweise den Shop wechsle oder Ähnliches. Die kann ich ebenfalls bei den Shop 5 Plugins lösen und dann dementsprechend umändern. Und was Sie auch hier sehen, sind Filtermöglichkeiten. Wenn Sie mehrere Erweiterungen haben und nicht jetzt vier, so wie ich hier, dann können Sie hier nach dem Shop filtern, nach der Domain filtern und nach dem Typ der Lizenz und auch nach dem Status und können Ihre ganzen Erweiterungen hier verwalten. Sie können ebenfalls hierüber verlängern, was hier jetzt nicht notwendig ist, da die Lizenzen noch länger laufen. Sie können hierüber dann aber auch Ihre Lizenzen verlängern, wenn Sie die Benachrichtigung bekommen, dass die bald abläuft, die Lizenz. Zurück zu unserer Präsentation. Jetzt kommen wir zu diesem Thema. Wie migriere ich denn Lizenzen in das neue System? Das hatte ich eingangs schon erklärt. Wenn Sie Lizenzen aus dem Store, aus dem alten JTL Store erworben hatten, über Partnerseiten und Sie möchten aber die Vorteile des Extension Stores nutzen und in das neue System migrieren, sodass Sie beispielsweise auch diese Listings Ihrer Käufe sehen können und darüber auch die Käufe verwalten können, dann ist das aktuell möglich.
Sie müssten dafür einfach nur Ihren Seller oder Ihren den Partner, bei dem Sie die Extension gekauft haben, ihm nochmal darum bitten, dass Sie die Lizenz migrieren möchten. Dann daraufhin würde der Seller uns eine CSV-Datei mit Ihren Lizenzdaten, natürlich nach Einwilligung von Ihnen, zur Verfügung stellen. Und wir würden dann JTL-seitig die Migration durchführen und dann könnten Sie die ganzen Vorteile des Extension Stores erhalten und das, was ich Ihnen vorhin vorgestellt hatte, die ganze Ansicht könnten Sie dann auch bei sich im Kundencenter sehen. Das heißt, Sie müssten dafür einfach nur auf Ihren Seller zugehen. So, dann war es das schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen nahebringen, wie Sie genau Ihre Extensions, Ihre passenden Extensions im Store finden können, wie Sie sich da zurechtfinden können. Und danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke, Asa, auch an dich für deine Zeit und für die ausführliche Darstellung. Sehr gerne. Extension Stores und vor allem des Zusammenspiels nachher auch im JTL Shop 5. Und ich habe hier im Hintergrund auch schon ein paar Fragen beantwortet. Unabhängig davon habe ich alle Fragen mit ins FAQ genommen. Und nun wollen wir mal anfangen, vielleicht mit einer ganz grundsätzlichen Erläuterung. Ich habe die Frage zwar hier, wie gesagt, im Hintergrund schon beantwortet, vielleicht kannst du es aber auch nochmal für alle Teilnehmenden einmal erläutern. Bedeutet Extension gleich Plugin oder was kann eine Extension noch alles sein? Ja, das ist eine gute Frage. Eine Extension fasst ein Plugin mit unter in die Kategorie, aber eine Extension ist nicht nur ein Plugin, sondern kann auch ein Template sein, es kann auch ein Portlet sein. Da gibt es verschiedene Softwarearten, die unter Extension zusammengefasst werden können. Es ist einfach nur eine Erweiterung eines JTL-Produktes, alle Erweiterungen, die man drumherum bauen kann. Das ist inhaltlich auf jeden Fall, aber auch nahezu wortwörtlich das, was ich geantwortet habe hier schriftlich. Sehr schön. Das ist gut. Das ist gut, das denke ich auch. Genau. Nun gibt es hier eine Frage auch zur Abrechnung. Die geschieht ja zentral. Erfolgt da auch eine Prüfung auf Sicherheit und Konformität, weil die Plugins ja doch irgendwie an alle Daten rankommen. Vielleicht können wir an der Stelle den Marcel dazu schalten. Vielleicht kann der dazu ein bisschen was sagen. Inwiefern eine Prüfung auf Konformität, ist das genauer spezifiziert? Leider nein. Hier wird in der Frage nur, die Frage ist nur gestellt auf Prüfung auf Sicherheit und Konformität, weil die Plugins ja auf alle Daten zugreifen können. Aber wir können die Frage noch mal ein Stück zurückstellen und ich bitte den Teilnehmer an dieser Stelle dann einfach noch mal ein bisschen spezifischer zu fragen und dann greifen wir das gleich noch mal auf. Gerne. Asa, du hattest gezeigt, dass bei manchen Plugins Installationsservices und Einrichtungsservices dazu gebucht werden können. Das konnte man an- und abhaken. Genau. Kann man diese Installationsservices und Einrichtungsservices bei den jeweiligen Sellern auch nachträglich einzeln erwerben? Gibt es da eine Möglichkeit oder muss man da vielleicht direkt an den Seller nochmal herantreten? Da müsste man dann tatsächlich an den Seller herantreten. Falls es eine Subscription ist, die kann man buchen, die kann man auch verlängern. Bei einzelnen Services müsste man die direkt im Checkout buchen oder dann wirklich den Seller nochmal darauf ansprechen, dass da ein Service benötigt wird. Mhm. Okay. Dann eine Frage zu kostenfreien Plugins wie PayPal und so weiter. Können denn solche Geschichten und solche Erweiterungen auch schon in den Testversionen von JTL Shop 5 genutzt und installiert werden? Und ich erweitere die Frage jetzt einfach mal, weil das würde sich für mich logischerweise anschließen. Kann dann aus dem Testsystem mit den gekauften kostenfreien Plugins eine Volllizenz so gesehen gemacht werden? Marcel, möchtest du antworten oder? Also gerne. Also wir im Extension Store haben wir keine Testlizenz. Das sind alles Lizenzen, die bereits für den Live-Betrieb bestimmt sind. Wer es testen möchte, dann gibt es wiederum andere Möglichkeiten, wie unsere Entwicklerbereiche, zum Beispiel unser Git. Aber der Extension Store selbst stellt nur wirklich fertige Produkte bereit, die in Live-Shops und Systemen genutzt werden können. Okay, das heißt aber, die Plugins, wenn die schon in der Vollversion, in der Live-Version zur Verfügung gestellt werden im Extension Store, dann kann ich die auch theoretischerweise in einen Test-Shop, JTL Shop 5, installieren. Absolut.
Absolut, ne? Und aus der Testversion JTL Shop 5 kann ich mit den Plugins dann im Endeffekt ja auch einen vollwertigen Shop machen. Ich brauche ja dann nur eine Lizenz kaufen für den Ganz Shop genau. 5. Ganz genau. Und da die kostenlos ist, kann man die auch schön per einen Klick im Shop-Backend aktivieren. Das ist total unkompliziert, dank des Extension Stores. Okay, super. Jetzt haben wir auch eine Erweiterung zu der Frage bekommen, die ich eben gestellt habe, also die Prüfung auf Sicherheit und Konformität. Da kam gerade noch ein bisschen was mehr dazu. Es geht halt um die Frage, ob das Plugin nur auf das zugreift, was es tatsächlich benötigt. Also lässt es die Finger von Kundendaten im Shop, wenn es diese nicht benötigt, oder trackt es Aktionen, die nicht zur Funktionalität des Plugins notwendig sind. Ich ahne, in welche Richtung die Antwort hinausläuft, würde aber noch mal ein Stück weiter ausholen dahingehend, als dass da vielleicht auch eine Garantie vom, ja, von uns denke ich schon eher gar nicht, aber vom Seller ausgegeben wird, dass da nicht auf irgendwelche Daten zugegriffen wird, die zur Funktionalität des Plugins nicht notwendig sind. Ja, da muss man sich auf das Wort des Sellers verlassen. Ein Plugin hat grundsätzlich Zugriff auf den gesamten Shop, auf alle Bereiche. Und man muss da natürlich dann so weit Vertrauen haben, dass auch nur das angesteuert wird, was auch wirklich benutzt wird. Eine Prüfung unsererseits kann da aus organisatorischen Gründen fast gar nicht stattfinden. Okay, Und das geht auch wie ein bisschen. vorhin schon. Entschuldigung, Markus, wie Nee. vorhin schon erwähnt, den Kaufvertrag geht ja der Käufer direkt mit dem Seller ein und JTL stellt ja nur die Plugins bereit und führt für die Kunden ja nur den Checkout durch, ne? Das müsste man dann mit dem Seller abklären. Genau. Genau, darauf wollte ich auch gerade noch mal hinaus. Wir hatten es ja vorhin schon gehört, dass es im Endeffekt in der Verantwortung der Seller liegt. Genau. Dann hatten wir uns angeschaut, dass es für unterschiedliche Shop-Versionen Erweiterungen gibt. Wir haben es anhand der Plugins gesehen. Nun kommt hier die Frage, ob denn ein solcher Shop, wie der ins Extension Store einer ist, auch für JTL Wavi-Erweiterungen geplant sind. Vielleicht kannst du dazu nochmal den Bildschirm übertragen. Also den Browser. Ja, sehr gerne. Also Wavi-Erweiterungen gibt es bereits im Extension Store. Hier geht es nicht nur um Shop-Erweiterungen. Wir können das auch, wenn wir jetzt beispielsweise in die Kategorie gehen, Design, Darstellung, beispielsweise Druckvorlagen. Hier sehen Sie das Badge JTL Wavi und hier haben Sie auch natürlich Wavi-Erweiterungen parat. Also das beschränkt sich nicht nur auf den JTL Shop, sondern auf die Produktpalette von JTL, je nachdem, welche Erweiterungen dazu verfügbar sind. Es ist ja auch so, dass man je nach Abhängigkeit, in welcher Kategorie man gerade unterwegs ist, man ja auch unten dieses Dropdown hat, ne? Da steht ja für Produkt oder kompatibel mit, ne? Und da kann man dann auch auswählen, ob man eine Kompatibilität mit JTL Shop 4, JTL Shop 5 oder eben wie in diesem Fall JTL Wavi und dann den unterschiedlichen Versionierungen von JTL Wavi angezeigt bekommen möchte. Genau. Genau, super. Ja, hier kommt eine Frage, auf die ihr beide wahrscheinlich ja doch, Asa, du wirst darauf antworten können. Wann kommt die Klarna-Schnittstelle? Da möchte ich der Antwort vorgreifen, Asa, und möchte sagen, dass wir da die Spannung nicht vorwegnehmen wollen, denn wir haben ja im morgigen Webinar Payment mit JTL Shop 5 zum Thema, ne? Genau. Und ich kann anteasern, dass es in Richtung Klarna morgen auf jeden Fall ein, zwei, drei Sätze geben wird. Also bitte ein ganz klein wenig Geduld, nicht ganz 24 Stunden, ne? Es sind noch 23 Stunden, ein paar Minuten und dann gibt es zur Klarna-Schnittstelle auch ein paar, ja, ein paar Neuigkeiten, kann man fast behaupten. Ja, genau. Gut. Wie sieht es aus mit kostenfreien Extensions? Müssen die auch domaingebunden werden, damit sie funktionieren? Grundsätzlich müssen Extensions domaingebunden werden, vor allem wenn es Shop-Extensions sind. Da ist zu beachten, dass nur eine Domain eingesetzt werden darf pro Extension, die erworben wird, auch wenn die kostenfrei ist. Also die Domain müsste dann auf jeden Fall gebunden werden. Oder Marcel, habe ich recht? Du hast vollkommen recht. Ja, okay. Lieber nochmal absichern, genau.
Wollen wir noch mal auf eine Frage kurz eingehen, die wir vorhin schon mal hatten, die jetzt noch mal ein bisschen spezifizierter wurde? Und zwar fasse ich die einfach mal zusammen mit der Tatsache, ich kaufe eine Extension und habe aber zwei Shops, einen Live-Shop und einen Test-Shop. Wie gehe ich jetzt mit diesen unterschiedlichen Domains um? Wie kann ich damit umgehen? Muss ich zwei Extensions dann kaufen, derselben Art, einmal für den Test-Shop, einmal für den Live-Shop? Und die, glaube ich, noch viel wichtigere Frage, gibt es eine Möglichkeit, vom Test-Shop in den Live-Shop zu migrieren, also bestehende gekaufte Erweiterungen? Ein Domainwechsel sozusagen. Soll ich A sagen? Also, ich glaube, da bist du der richtige Ansprechpartner. Also im Prinzip ist es relativ simpel. Kaufen muss man nur einmal. Man hat in der Regel die Möglichkeit, die Extension zu testen. Das auch je nach Seller sogar mehrfach. Also man kann diesen Testzeitraum verlängern. Und wenn man dann feststellt, man braucht eine dauerhafte Entwicklungslizenz, kann man auch an den Seller herantreten. Der hat die Möglichkeit, eine Testlizenz in eine sogenannte Entwicklungslizenz umzuwandeln. Und dadurch kann man dann einen Kauf tätigen und trotzdem einen Entwicklungsshop nebenbei betreiben mit einer in Anführungsstrichen kostenfreien Lizenz, die aber nur zu Entwicklungszwecken genutzt werden darf. Okay, das ist, glaube ich, auch vielleicht an den Teilnehmenden nochmal. Mit der Antwort, denke ich, können Sie leben, auch bei dem, was hier in der Frage noch rundherum formuliert wurde. Ich glaube, ich habe es ganz passend, genau, er schreibt gerade, alles klar, danke, ganz passend zusammengefasst, sehr gut. An dieser Stelle nochmal, wir haben gerade über Klarna gesprochen, wie sieht es mit dem Molly-Plugin aus? Da kann ich leider noch nichts zu sagen, da habe ich noch keinerlei Informationen zu. Da wird es aber dann auch im Forum wieder Informationen zu geben, wann da das Molly-Plugin zur Verfügung steht. Genau, vielleicht nochmal eine Frage an Marcel. Was hat es denn mit den Checksummenfehler beim Installieren von Updates im Shop-Backend auf sich? Kannst du da was zu sagen oder ist das out of topic hier? Ja, das ist also extrem technisch, ne? Also das ist halt ein junges System, wo viele Punkte beachtet werden müssen. Und da gab es einen kleinen Bug, der aber mittlerweile behoben ist. Und es hat halt dazu geführt, dass die Checksummen nicht richtig berechnet werden konnten. Dadurch stand dann kein Datei-Download zur Verfügung. Aber das sollte eigentlich so meines Wissens nach mittlerweile behoben sein. Okay, und vielleicht noch eine technische Frage. Prüfen wir vor Veröffentlichung von Plugins die jeweiligen SIPs der Seller, damit es bei Kunden nicht zu bösen Überraschungen kommt? Es wird eine rudimentäre Prüfung auf die Struktur gemacht, aber es wird keine tiefe Prüfung gemacht in Form, dass wir den Code analysieren oder ähnliches. Dafür ist wieder der Seller verantwortlich. Okay, da sind wir wieder beim Thema Kaufvertrag wird mit dem Seller geschlossen. Wir sind im Endeffekt nur Vermittler. Ne? So ist es. Okay, gut. Wenn ich selber für meinen Shop eine Erweiterung erstellen möchte, kann ich die auch ohne Extension Store installieren? Ja, also der Weg vom Shop 4 hat sich nicht groß verändert. Wir haben halt erweitert um diesen vorzüglichen Weg des Extension Stores, aber eine manuelle Installation ist nach wie vor möglich. Das lief dann über FTP, ne? Und dem Datei-Upload über einen FTP-Server, richtig? Zum Beispiel oder auch über die Plugin-Verwaltung, da hast du auch die Upload-Möglichkeit und kannst da dein Plugin hochladen. Okay. Asa, vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal einen ganz kleinen Einblick geben, um vielleicht auch das Vertrauen aufzubauen, nach welchen Kriterien Plugin-Anbieter generell geprüft werden, bevor sie auf den Extension Store etwas anbieten dürfen. Kannst du uns da einen ganz kleinen Einblick geben in die Prüfung? Ja, ich kann da kurz was dazu sagen. Es ist auf jeden Fall, es sind mehrere Schritte, die da gemacht werden in der Prüfung. Der Seller-Antrag wird erstmal geprüft. Da müssen erstmal die Angaben geprüft werden. Was macht denn der Seller oder der potenzielle Seller? Was ist seine Tätigkeit? Wie sieht seine Agentur aus? Was bietet er auf seiner Website selber schon an? Und dann gibt es auch Gespräche und meistens stellt er uns auch seine Plugins vor. Und nachdem wir uns versichert haben, dass alles in Ordnung ist, oder manchmal sind das auch Agenturen, die wir sowieso schon kennen, dann wird der Seller erst aktiviert, dann muss er sein Seller-Profil nochmal freischalten lassen und dann erst kann er seine Erweiterung reinstellen und veröffentlichen.
Okay. Super. Kommen wir vielleicht noch mal zu einer ganz nützlichen Frage und Funktion vor allem auch. Gibt es denn die Möglichkeit, Rabattgutscheine einzulösen? Oder wann gibt es die? Oder gibt es die schon? Haben wir sie nur noch nicht entdeckt? Also aktuell gibt es die Möglichkeit noch nicht, aber so ein System ist in Planung. Aber ich kann leider nicht genau sagen, wann es umgesetzt wurde, wann es fertig ist. Okay, also haben wir auf dem Zettel und gucken wir, wann es dann wirklich live geht. Okay, dann hier vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Sache. Jetzt ist hier ein Beispiel-Plugin genannt worden. Das ist 5-mal runtergeladen und unter den Erweiterungen. Wie kann ich denn heruntergeladene, installierte Erweiterungen wieder löschen? Also ich würde das, glaube ich, jetzt einmal im Shop-Backend und einmal im Kundencenter vielleicht aufgreifen, die Frage. Also ich glaube, wenn es jetzt im Shop 5 Backend gemeint ist, dann kann man die Plugins im Plugin-Manager ganz einfach deinstallieren. Einfach mal an und dann einfach auf deinstallieren. Da muss man hier zustimmen, ob man die Daten alle löschen möchte oder die Daten erstmal behalten möchte und nur das Plugin deaktivieren möchte, dann wird es auch deaktiviert. Wie es im Kundencenter aussieht, kann man sich hier anschauen. Ich glaube, da gibt es keine richtige Möglichkeit, das zu deaktivieren. Das müsste dann über uns laufen, Support kontaktieren. Oder Marcel, hast du da eine andere Info? Nein, das ist korrekt. Aber es soll auch keinen Vorteil bringen, das Plugin an der Stelle zu deaktivieren, weil es ja im Prinzip nichts kostet, solange es schon da ist, ne? Genau, also in dem Fall kann man auch gerne den Seller kontaktieren und entweder kann er das Plugin dann deaktivieren oder er meldet sich dann bei uns und wir kümmern uns dann darum. Okay, wird es denn künftig, ich weiß nicht, ob ihr dabei darauf antworten könnt, weil das ein anderes Team ist, aber könnt ihr vielleicht einen Ausblick darauf geben, ob man auch in Zukunft über JTL Wavi direkt auf den Extension Store zugreifen kann, um dann eventuelle Erweiterungen genauso einfach wie über den JTL Shop 5 installieren kann? Habt ihr da irgendwie eine Info? Tatsächlich eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Also meines Wissens nach ist das geplant, um den Komfort vom Extension Store in die Wavi zu übertragen. Wann das passiert, weiß ich nicht, aber die Planung in diese Richtung besteht. Ist auch auf jeden Fall sinnvoll, ne? Also wenn man den Extension Store mal als Basis für Erweiterungen, Plugins und so weiter und so fort sieht, eben für Extensions, da die belieferten Systeme direkt anzubinden. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Wie sieht denn das mit ungebundenen Lizenzen aus? Wie können die entfernt werden? Ungebundene Lizenzen. Das ist, ich glaube, das ist die gleiche Frage wie vorhin, oder? Ja, wie man die deaktivieren kann, ne? Genau. Genau. Also es muss also genau die. Sorry, Marcel. Kein Problem. Ich wollte dich auch nicht ins Wort fallen. Also wie alles gesagt, muss durch uns oder den Seller passieren. Aber wie gesagt, auch eine Lizenz, die nicht gebunden ist, verursacht keine Kosten und eine Löschung wäre dann halt nur aus Übersichtlichkeit wahrscheinlich geboten. Es hätte sonst keinen wirklichen Nutzen. Okay, super. Gut. Können wir einen Ausblick geben? Wissen wir etwas, ob schon Portlets für den OPC in Entwicklung sind? Also wenn wir es nicht selber machen, ob da vielleicht dann schon in unserem Wissen irgendwie was gemacht wird und die würden ja dann direkt im OPC landen oder landen die auch im Extension Store, über den wir den Kunden das dann bereitstellen? Magst du was? Ob da etwas sich anbahnt, das kann ich erstmal nicht sagen, aber Portlets würden auch im Extension Store bereitgestellt werden unter Widgets und Portlets. Kann man sich hier nochmal anschauen, ne? Falls es da welche gibt, die werden im Extension Store gelistet werden. Inwieweit die in den Shop eingebaut werden, das kann ich leider nicht beantworten. Okay, super. Gut, dann, wir haben noch ein paar Fragen hier, die dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen, ja gerne doch, hier wird gerade Danke geschrieben, die dann vielleicht auch ein bisschen tief reingehen, die wir aber vielleicht auch schon, ja, die wir auch schon hatten. Genau, das haben wir. Also der Vergleich mit Apple und Google ehrt mich, aber
ist, glaube ich, an dieser Stelle nicht ganz zielführend. Genau, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich habe auch in der Umfrage gleich am Ende des Webinars, wenn Sie also das Webinar verlassen, eine Frage mit drin, ob für Sie das Programmieren und Erstellen von Erweiterungen für JTL-Produkte in Frage kommen würde. Und dahingehend zielt auch die nächste Frage ab. Kann denn ein IT-Unternehmen mit Sitz in Vietnam das Onboarding-Programm durchlaufen, um Plugins im Extension Store anzubieten? Haben wir da irgendwo Ländergrenzen, die technischer Natur sind? Ländergrenzen haben wir da keine. Wenn da Interesse besteht und wenn eine Anfrage reinkommt, dann sehen wir die uns gerne an. Wir würden auch gerne dann Gesprächstermine vereinbaren und einfach grundsätzlich drüber sprechen, was wird angeboten, was sind die Ziele, was können wir abbilden und wenn alles gut geht, warum nicht? Also sehr gerne. Sehr gut. Okay, vielleicht die letzte Frage nochmal an Marcel. Das ist vielleicht auch eine Frage, die jetzt nicht nur auf das hier angesprochene PayPal-Plugin anzuwenden ist, sondern ja auch vielleicht auf andere, zum Beispiel Rechtstext-Plugins aus dem Shop 4 für den Shop 5. Muss man das PayPal-Plugin für Shop 4 vor dem Update deinstallieren, um dann im Shop 5 neu zu installieren? Oder kann man das Plugin nach dem Upgrade updaten? Man kann also während des Upgrade-Prozesses von Shop 4 auf Shop 5 sollten alle Plugins deaktiviert werden für diesen Update-Prozess. Anschließend kann man das aber aktualisieren, upgraden auf die Shop 5-Version. Dabei wird automatisch im Hintergrund dann diese Shop 4-Variante des Plugins deaktiviert und es wird nur die Shop 5-Variante angezeigt und man kann die bestehenden Daten weiter nutzen. Okay, also deaktivieren ja, deinstallieren nicht notwendig. Aber deaktivieren auf jeden Fall, um dann die Daten in Shop 5 auch wieder nutzen zu können, im Endeffekt, die schon hinterlegt waren. Ja. Gut, okay. Gut, dann haben wir nahezu alle Fragen klären können. Gibt noch ein paar Hinweise, ne? Die gebe ich dann an euch auf jeden Fall weiter. Sind zum Beispiel Kategoriefilterwünsche noch mit bei, die hier eingetrudelt sind. Finde ich ganz interessant, auch mal die Sicht der Nutzer und Kunden dann damit einfließen zu lassen. Ich schicke euch das nachher alles rüber. Sehr gerne. Ich denke, ne, an dieser Stelle haben wir alles erledigt. Ich danke euch für eure Zeit, Asa und Marcel. Danke euch für die ausführlichen Darstellungen und Antworten. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Und habe im Hintergrund natürlich alle Fragen gesammelt, gebe die euch weiter. Wir bauen da ein nettes FAQ draus und geben euch, liebe Teilnehmer, das dann zur Verfügung, bieten euch das zum Download an, so wie es am Montag auch war, wie es für den Dienstag auch noch passieren wird. Und dann freue ich mich, Sie eventuell morgen im Webinar zum Thema Payment mit dem JTL Shop 5 wieder zu lesen. 14 bis 15 Uhr, bleiben Sie gespannt. Kleiner Teaser, es geht auch um Klarna. Bis morgen, einen schönen Nachmittag. Guten Nachmittag, tschüss. Tschüss.